Dann erwähnt Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala die Station der Reinheit, As-Safa. Und hier zitiert er wieder al-Junayd rahimahullah ta'ala und sagt, al-Junayd sagte stets, unser Wissen ist abhängig bzw. geordnet von Koran und Sunna. Wer den Koran nicht kennt und den Hadith nicht geschrieben hat, also nicht beschäftigt hat und sich nicht und nichts gelernt hat, also Fiqh gelernt hat, der soll uns nicht, dem soll man nicht folgen. Also wieder einmal, hatten wir jetzt schon öfters diese Aussage, dass dieses Wissen, wie gelange ich zu Allah, abhängig ist von Koran und Sunnah, vom Verständnis der Religion. Nun sagt Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, wenn man ein richtiges Verständnis hat, wenn man sich an Koran und Sunnah hält, was ist nun die Auswirkung? Benehmen gegenüber Allah und seinem Gesandten, sowohl innerlich als auch äußerlich. Er sagt, sodass du den Propheten sallallahu alaihi wasallam als deinen Gelehrten nimmst, von dem du lernst. Aber eben nicht nur, wie ich bete und faste, wie bändige ich meinen Zorn, wie kann ich nachsichtig sein, wie kann ich dafür sorgen, dass ich niemanden beneide, wie kann ich liebevoll sein. Auch diese Aspekte des Benehmens eben müssen wir vom edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam lernen. Und dann sagte er, möchte ich euch ein Gleichnis geben. Von wem? Von demjenigen eben, der diese Sehnsucht hat nach Allah Azza wa Jal. Diese Sehnsucht nach dem Lohn Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt, stellt euch vor, es gibt ein Volk, das lebt in Wonne. Also die haben alles, was man überhaupt möchte. Die beste Kleidung. Und sie sehen gut aus. Und als sie gefragt wurden, diese Menschen, also diese, es gibt ein Volk und von diesem Volk kamen dann ein paar Leute zu einem anderen Volk. Denen geht es nicht immer gut. So, und jetzt fragten sie diese schönen, gut angezogenen, noblen Leute, woher kommt ihr, wer seid ihr? Dann sagten sie, wir kommen aus dem besten Land überhaupt, in dem es alles gibt. Die Luft ist die schönste Luft und wir haben die meisten Früchte. Und die Temperatur ist bei uns immer sehr gut. Und die Menschen sind sehr, sehr edel. Und selbst unser König ist ein gerechter König und hat Zeit für sein Volk und so weiter und so fort. Also ein, nennt man das Schlaraffenland? Also auf jeden Fall, oder Utopia. Ja, also gut, so utopisch ist es ja nicht Yawm al-Qiyamah, wie wir sehen werden. Aber in der Dunya vielleicht. Jetzt sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah, wenn diese Leute, die Reisenden aus dem Schlaraffenland, sie einladen, kommt doch zu uns, lebt mit uns, dann gibt es unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Standpunkte. Der erste Standpunkt ist derer, die sagen, nein, wir bleiben hier. Die sagen, den hört nur zu, wir haben doch alles. Guckt mal, ihr seid krank, wie seht ihr aus, wie seid ihr gekleidet, ihr habt nichts, Dürre, nichts, ihr habt kein Obst, ihr habt gar nichts, kommt doch zu uns. Die sagen, nein, nein, wir sind hier geboren, wir sterben hier, wir wollen nicht gehen. Das ist die erste Gruppe. Die zweite Gruppe ist jene, die sich gesagt haben, wäre eine Idee. Gut, oder? Das heißt, die denken sich, ja, wir würden gerne gehen, aber die anderen haben sie wieder demotiviert. Ach was, warum jetzt eine Reise machen und warum und es wird anstrengend, die Reise und so weiter. Also sind sie doch nicht gegangen. Sie würden gern, haben sich aber abirren lassen. Die dritte Gruppe ist die Gruppe, die gesagt hat, nein, nein, da gehen wir hin. Da müssen wir hingehen, aber sie gehen ganz, ganz langsam. Ganz langsam. Und die vierte Gruppe, das sind diejenigen, die dorthin eilen. Und jetzt sagt Ibn al-Qayyim, je nachdem, wie sehr man sich diese Stadt vorstellt, wird auch das Tempo sein. Stell dir mal vor, du weißt, du bekommst etwas Besonderes, ob Geld oder irgendein Gegenstand oder so, ein Geschenk. Und das Geschenk, du weißt, was das Geschenk ist und du weißt, du magst es und es ist super und du bist dann super glücklich. Wirst du dann
dieses Geschenk schnell haben wollen oder ist es dir egal, wann? Manchmal, wenn per Post was kommt, dann regen wir uns auf. Oh, der Postbote hat es doch nicht abgegeben. Der hat nur einmal geklingelt. Wie kann er nur? Der hätte doch noch mal ein zweites Mal. Ich war am Schlafen und so. Und dann er regt sich auf. Warum? Ist jemand gestorben? Nein, aber ich wollte doch unbedingt heute noch dieses Paket bekommen. Das ist für die, die einschlafen, glaube ich, so eine Aufweckfunktion. Ja. Oder damit wir immer dicker machen. Auf jeden Fall, das heißt, also selbst bei Paketen wollen wir, und dann guckst du ja, jetzt gibt es ja auch sogar dieses Tracking und oh, noch 10 Stops, uiuiui, jetzt sind es nur noch 6 Stops, uiuiui, jetzt. Man macht sich wahnsinnig, ich will das Paket jetzt machen. Warum? Weil du weißt, was da drin ist, weil du weißt, wie glücklich du sein willst, weil du weißt, wie herrlich es sein wird. So, Ibn al-Qayyim sagt jetzt, das Paradies ist ja nie zu vergleichen mit so einem, selbst wenn es so etwas gäbe, was es nicht gibt auf dieser Welt, aber wenn es so ein Schlaraffenland gäbe, wäre das Schlaraffenland nichts gegen das Paradies. Nun sind einige da, die wollen sich nicht bewegen hin zum Paradies. Die anderen wollen sich bewegen, der wollte zur Moschee, aber dann lässt er sich abirren. Nee, zur Moschee haben wir eigentlich Freitag, jetzt an einem anderen Tag, ja. Ist jetzt Jumu'ah oder was? Willst du jetzt jeden Tag in die Moschee oder was? Ah, so, Allah hat recht. Lässt sich abirren. Koran lesen. Du bist jetzt ein Sheikh geworden oder was? Was machst du? Oder sogar animieren zur Sünde. Und dann lässt man das zu. Die anderen, die sagen, nein, nein, jetzt ist meine Zeit zum Koran lesen. Ich muss jetzt Koran lesen. Ich muss jetzt meinen Dhikr, ich muss jetzt beten. Ich muss, heute habe ich meiner Mutter noch gar nichts noch keine Freude bereitet, das muss ich jetzt noch machen. Das heißt, er hat seinen Plan, aber er macht wenig, er ist nicht so schnell. Der andere, der will sofort zum Paradies und deswegen sagt Ibn al-Qayyim rahimahullah auch hier an dieser Stelle, das hatte ich glaube ich letztens auch erwähnt, einige Herzen schwirren um den Thron Allahs herum und einige Herzen schwirren um den Abfall der Dunya herum. Je nachdem, mit was du dich beschäftigst, je nachdem, welche Motivation du hast. Wenn du an Allah denkst, dann schwirrt dein Herz um den Thron Allahs herum. Du denkst an das Paradies, du denkst an das Angesicht Allahs, möge Allah uns sein Gesicht sehen lassen. Und die anderen denken nie an Allah, möge Allah uns davor bewahren. So sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah, so schau dir die Motivation des Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu an, der gesagt hat, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn fragte, wünsch dir was? Da sagte er, ich wünsche mir, dich im Paradies zu begleiten. Und Ibn al-Qayyim sagt, andere wiederum hätten ihn um was anderes gefragt, um etwas, das seinen Magen füllt. Oder seine Haut bedeckt, also Kleidung. Entweder Essen oder Kleidung. Und er war jugendlich, er war jetzt kein alter Mensch. Aber er wusste, das Schönste, der größte Genuss ist, mit dem Propheten zu sein. Sallallahu alaihi wasallam. Ja, heißt das, wir sollen uns lebendig begraben, wir sollen nicht mehr leben, wir sollen keinen Spaß mehr haben am Leben, ganz im Gegenteil. Du sollst Spaß am Leben haben, im Rahmen dessen, was Allah dir erlaubt hat. Und Allah hat dir mehr erlaubt, als er dir verboten hat. Guck mal die Getränke jetzt zum Beispiel. Du darfst Milch trinken, Saft trinken, Apfelsaft, Orangensaft, Kiwisaft, Ananassaft und du kannst jetzt aufzählen, was du willst. Und dann die Teesorte und dann bitteschön die Kaffeesorte. Du hast Latte Macchiato, du hast Cappuccino, Espresso Macchiato, was gibt es noch alles? Frappé, das Ganze nochmal kalt, das Ganze nochmal mit Eis, die Eissorten, bitteschön. Okay, schau auf. Nein, es muss Wein sein. La ilaha illallah. Warum denn das? Du kannst ein Steak haben, Lammhüftsteak, was gibt's noch? Rückensteak, was gibt's noch? Bitte was? Das kann ich nicht aussprechen. Schmeckt bestimmt gut. Nein, es muss Schweinefleisch sein. Subhanallah. Yani, guck, Allah Azza wa Jalla hat dir viel mehr erlaubt, als er dir verboten hat. Aber Shaitan lässt uns in einem Rausch, dass wir sagen, nein,
das Verbotene will ich. Das heißt, der Muslim genießt sein Leben. Warum soll er es denn nicht genießen? Hat Allah ihm alles verboten? Du darfst nichts trinken, nichts essen, nicht atmen, nicht anziehen? Du darfst viel mehr, also du kannst viel mehr Spaß haben. Aber es gibt ein paar Sachen, wenige, kannst du auf einer oder also mit zwei Händen zählen, die Dinger, die sind haram. So, das war's. Aber nein, wir wollen unbedingt al-haram, weil wir so schwach sind, möge Allah uns bewahren. Und dann sagt Ibn al-Qayyim, und schau dir die Motivation des Propheten sallallahu alaihi wasallam an, als ihm die Schlüssel der Schätze der ganzen Welt angeboten wurden. Und jetzt sagt Ibn al-Qayyim, und du musst wissen, er hätte sie, wenn er es genommen hätte, alles für Allah ausgegeben. Für die anderen, die dann kommen, ja, nein, ich nehme es und gebe es für Allah aus. Dann wollte er aber nicht, er war so motiviert, dass er viel mehr wollte als nur diesen weltlichen Schatz. Er sagte sich, nein, will ich nicht. Ich will nicht reich sein. Guck mal, der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, wie hat er gelebt? Das heißt nicht, du darfst jetzt nichts mehr essen. Aber das bedeutet, er war der glücklichste Mensch. Seine Wohnung war winzig klein. Wenn er Sujud machen wollte, musste Aisha radiallahu anha ihre Beine heranziehen, damit er sich niederwerfen kann. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Wochen kein Essen gekocht. Es wurde kein Feuer angemacht bei ihm. Es gab nichts zum Kochen. War er der glücklichste Mensch oder nicht? Guck mal, wie viel Feindschaft er hatte. Wie viele seine Kinder sind gestorben. Allesamt in seinem Leben, außer Fatima radiallahu anha. Er hatte seine Eltern verloren. Er wurde vertrieben. Hast du so viele Probleme? Möge Allah uns bewahren. So viele Probleme haben wir nicht. Und trotzdem war er der glücklichste Mensch. Warum? Er wusste, das ist hier nur eine Prüfung. Das ist eine Station. Wenn die Bushaltestelle nicht so komfortabel ist, ist das für dich der Lebensuntergang? Weltuntergang? Jammerst du den ganzen Tag? Du bist auf dem Weg zum Urlaub. Auf den Malediven. Oder Allahu a'lam wo. So. Und jetzt, du fährst jetzt und da ist jetzt eine Bushaltestelle. Die ist nicht so dicht, da tropft es und Allahu a'lam, von mir aus, der Müll liegt da rum, ist ein bisschen auch schlechter Geruch und so weiter und so fort. Verdirbt dir das den Urlaub? Verdirbt dir das diese Sehnsucht nach dem Urlaub? Oder sagst du, 2 Minuten kommt der Bus. Stell dir mal vor, jetzt kommt er, guck mal diesen Müll an, guck mal das, hier tropft es, das gibt's doch nicht, guck mal das, guck mal dies, guck mal das. Da wirst du, was wird jeder normale Mensch sagen auf dem Weg zum Urlaub? Da wird er sagen, guck mal, wir sind gleich am Strand. Denk doch an das Meer, wie klar das ist, wie ein Schwimmbad, oder nicht? So lebt der Muslim. Es tut mir weh, ich habe kein Geld, es ist mir ein Problem, ich habe Kummer. Habibi, sieh mal an. Ist nicht mehr lang. Im Gegensatz zu Gender natürlich, Unendlichkeit. Du, lebst du noch 100 Jahre? In 100 Jahren weiß kein Mensch mehr, dass du überhaupt auf der Erde warst. In 100 Jahren bist du wirklich Geschichte. Vielleicht bist du nicht mal Geschichte. Möge Allah unseren Namen vor der höchsten Schar ehren. Darum geht es. Das heißt, der Muslim sagt sich, okay, hier bin ich ein paar Minuten. Bis ich sterbe. Und wenn es 80 Jahre noch sind, 100 Jahre noch sind. Aber da ich die ganze Zeit ans Paradies denke, kann ich diese Lage ertragen. Das ist der Genuss des Glaubens. Das ist dieser Geschmack des Glaubens, der dich das ertragen lässt an Schicksalsschlägen, Problemen, Bedürfnisse, die du hast, die du nicht erreichen kannst in deinem Leben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns ein schönes Ende geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns unser Leben beenden mit den besten Taten. Möge Allah azza wa jalla unsere besten Taten die letzten Taten sein lassen und die schönsten Momente jene Momente sein lassen, in denen wir Allah begegnen. Möge Allah azza wa jalla uns erlauben, die höchsten Stufen des Paradieses in die höchsten Stufen des Paradieses einzutreten. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.